Hallo und zurück zur neuen Folge von The Sims 4. Ja, ihr habt es vorher nicht mitgekriegt. Als ich angemacht habe gleich, kam die Nachricht, es sind Hündchen unterwegs. Perfekt. Aber in dieser Folge werden wir uns erstmal darum widmen, dass er vielleicht mal seine Schauspielerfähigkeit ein bisschen erhöht. Wartet, du ziehst dir erstmal was anderes an. Obwohl. Ja, gut. Es ist erstmal Schlafenzeit. Und morgen mache ich sie dann älter. Also in Sims morgen. So ein Kleinkind. Weil nämlich Kinder kann man immer so schwer, einfach mit denen kann man ja kaum was machen. Und deswegen werde ich mal gucken, dass wir sie dann zum Kleinkind heranwachsen lassen. Das wird wahrscheinlich in dieser Folge noch geschehen. Wir haben auch bald kleine Welpchen und wir sind notorisch pleite. Wir haben noch 43 Simoleons. Wir müssen gucken, dass wir unbedingt mal wieder ein paar. Aber morgen hat er, glaube ich, seinen Auftritt. Sims morgen. Und deswegen müssen wir da mal gucken. Was? Ach ja. Schmutzige Windeln wechseln. Er macht da hier Sport. Ja, ich glaube, er hat seinen Auftritt gehabt, ne? Heute. Ja, alles toll. Geschicklichkeit erhöht, das haben wir jetzt nicht begonnen, weil es ein bisschen schwierig ist. Was jetzt schon wieder? Für Aufwecken belehren. Können wir hier auch mal ausschlafen? Bobby hat gelernt, Sims nicht zu wecken. Perfekt. Das ist perfekt. So, was wollt ihr jetzt von ja? Oh. Über Aufwecken belehren? Ich glaube ja nicht. Ja. Man weckt niemanden auf. Lotte hat es auch gelernt. Perfekt. Lotte, du hast es gelernt. Was war das für eine Verrenkung ihm? 12 Uhr. Also werden vielleicht diese Folge nicht schaffen, weil ich will, wenn sie zum Kleinkind wird, auch umstylen. Katzenklo müssen wir mal säubern. Nehmen wir auf, kannst du schon mal das Katzenklo säubern. Bevor du duscht. Können wir ihr ein paar Wünsche erfüllen? Eine glückliche SMS verschicken? Über Farbtheorie reden? Was machst du da? Wegwerfen? Komm, du kannst auch gleich mal den Müll lernen. Und das hier pinnen wir mal an. Und da wärst du mal eine glückliche SMS verschicken. Komm mal an ihr. Dann haben wir gleich mal den Wunsch erfüllt. Da haben wir noch was im Kühlschrank. Genau, Amaretta. Das nimmst du dir mal. Setz dich dabei hier hin. So. Du gehst jetzt verwenden, duschen. Was hier noch kommt, wir müssen ein paar Wünsche erfüllen. Jemanden umarmen. Na gut, können wir bei ihm machen, vielleicht wenn der Wunsch bis da noch da ist. Weil, dass wir 5000 Pünktchen kriegen, ich will diesen Geldbaum. Der bringt's dann ein bisschen. Er soll schon aufessen. Wir müssen auch mal uns mit den Stars anfreunden. Aber diese Folge wollte ich erstmal, dass sie älter wird. Oh. Ja, es kann sein, ja, weil Lotte schwanger ist. Was wir auch nochmal bräuchten, ist so ein Laptop für Kinder. Können wir uns aber nicht leisten. Mal das hier an. Öffnen.
Oh, mein armer Ritter. Du willst ein bisschen das Schau spielen. So, dann frühstückst du erstmal. Der Pullover sieht irgendwie schön aus, finde ich. Was meint ihr? Ja, wir haben keine Näpfe. Oh. Oh, ihr Süßen, ich muss euch gleich jeden Leckerli geben. Wir haben keine Näpfe und können die uns nicht leisten. Guck mal hier, gib ihr mal ein großes Leckerli. Dann isst du deins erstmal auf und dann gibst du auch den Hunden was. So, hier, Leckerchen geben. Bei ihr auch. Das ist erstmal was mit Leckerchen. Und dann, älter werden. Ja, hier ist ein Engel. Ist das nicht süß? Ah, oh, ganz wackelig. So, dann wären wir mal ganz kurz. Was? Punkt. Code eingeben. Und an der Stelle ein Sim ändern. Die können wir den eigentlich auch gleich mal umstylen. So. Ja, die Augenbrauen müssen wir mal. Wir sind an den Haaren angepasst, gut. Sehr süß. Die Frisur ist auch süß. Oder diese hier. Auch ganz süß. Oh, die ist süß, die gebe ich ihr. So. Hier geben wir immer. Kriegt auf jeden Fall auch ein paar Outfits. Auf jeden Fall. Ich sehe nicht eine Süße. So. Das hier vielleicht einmal? Dazu so eine Radlerhose. Oh. Könnt ihr das ja einmal geben? Doch mal ganz süß. So.
War ja auch ganz süß. Ah, dieses hier, das neue. Das fand ich richtig fein. Die werde ich ja auch geben mal. Doch, die gebe ich ihr. Das ist ganz süß. Ach doch. Da gab es auch eine neue Hose, glaube ich, ne? Genau, die hier. Ah, die Hose sagt mir jetzt nicht ganz so zu. Muss ich gestehen. Ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich ganz so gefragt. Na, gehen wir das. So, und dann nochmal das hier. Das ist auch süß. In der Farbe oder in der, bin ich jetzt gerade am überlegen. Ich glaube in der Farbe. Finde ich ganz süß. Erstmal ein Abendkleidchen. Hier. Halt. Ja, diese Schuhe. Hier finde ich die hier eigentlich immer ganz süß. Oder dieses hier. Das ist auch süß. Ja, das sind vielleicht ein paar Söckchen daran. Ja. Ja. Ja, hier müssen wir hin. Genau. Ein paar Söckchen, dass ich kalte Füße kriege bei Nacht. Ausgehen. Vielleicht das hier. Das hier süß. Halt, warte. Gib mir da vielleicht weiße Schuhe zu. Da hier vielleicht die. Ja. Wir brauchen sie auch ein Planschbecken vielleicht. Wäre nicht so schlecht. Gehen wir denn da mal? Ja, aber das hier als, nee, warum hast du deine Brille auf? Na gut, beim Witz müssen wir gleich nochmal gucken. Einmal dieses hier. Einmal dieses hier. Da kriegt sie keine Handschuhe und auch keine Mütze. Das ist mehr so für die Übergangszeit. Dennoch ein ganz dickes. Dieses hier. Was gab's mit? Genau, dieses hier. Dieses? Die Handschuhe? Und Mütze. Finde ich die eigentlich auch ganz süß. Aber gib mir die Mütze. Die finde ich süß. Ja, das ist unsere kleine Gina Braun. Süß, ne? So, das war's.
Ja, wenn es jetzt gleich ist, war es das so für diese Folge. Jetzt haben wir in dieser Folge nicht viel geschafft, aber ich wollte Sie noch älter machen, um zu sein, dass wir in der nächsten Folge mal uns darum kümmern können, dass er in seiner Karriere vorankommt als da. Bislang waren wir noch bei keinem Auftritt. Das ist nicht so gut. Denn wir uns in der nächsten Folge natürlich in Angriff nehmen. Aber ihr Lieben, das war's dann für heute. Warte, ich gucke nochmal nach Gina. Ja gut, du kannst Gina mal ganz kurz hier reinsetzen. Und ihr gleich was zu essen geben, aber es war in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, dann macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss.